In ungefähr einem Monat kommt das Team of the Season raus. Und da beginnt die geilste Zeit im ganzen Jahr. Zumindest für AFC-Spieler. Denn die ganze Weekend League lohnt sich wieder und wahrscheinlich die beste Karte wird Erling Haaland. Und darum werden wir heute ein Prediction SBB machen mit Jack. Was geht ab, Bro? Was geht ab, Leute? Ich habe Erling Haaland Team of the Year für 7 Millionen gekauft. Ich bin so stolz auf dieses Investment. Der Typ ist einfach mittlerweile 11 bis 12 Millionen wert. Und ich bin bereit, dich mit dem zu zerscheppern. Junge, ich konnte mir den gar nicht leisten, Freunde. Ich sag ehrlich, der kostet 10,5 Millionen aktuell. Deswegen gehe ich mit der Ultimate Dynasty-Karte am Start. 1,4 Millionen kostet der Mann. Du hast also einen kleinen Vorteil, weil der auch spielerisch besser ist. Freunde, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wie viele Likes haben wir raus zu diesem Video? Ein Taui ist doch ganz gut, oder? 1000 Likes, Freunde. Lasst einen Daumen da unbedingt. Dann machen wir vielleicht ein Mbappé-Prediction-Video. Kann sein. Und ich würde sagen, Bro, ich halte als erstes rein. Das sind meine beiden Spieler für dich. Komm. Okay. Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Ich bin direkt mit einer Hero-Card gegangen, recht. Und zwar, ich kann jetzt auch noch den nehmen, aber ich nehme den McManaman. Ah, ich hatte überlegt. Nein. Echt jetzt? Okay, ja. Verrückt. Ja, weil er Engländer ist, ne? Und Linksflügel eine richtig teure Karte. Ich habe die mal untrade gezogen. Kostet 2,2 Millionen. Nunez. Boah, Junge, was siehst du für Karten? Ich habe Doku und Foden aufgeschrieben. Kennst du diese Future Star Karte von Doku? Let's go. Auch ja, für Foden in Form, dachte ich, auf günstig. Ja, schade, darfst du beide spielen, Bro. Foden wollte ich mitnehmen, aber das finde ich zu auffällig, deswegen habe ich mich für Nunez entschieden, habe ich zwei Brecher. Damals wurden die ja noch miteinander verglichen, ne? Mittlerweile ist Haaland leider wirklich ein bisschen clear. So, Bro, ich füge jetzt mal meine Spiele ein. Auf der linken Seite habe ich einer meiner Lieblingsspieler am Start. Ich liebe ihn über alles, aber es ist relativ offensichtlich, ich müsste ihn gleich noch holen. Es ist Feed Me. Jeek, Jack, Grealish, kostet eine halbe Million, Bro. Nein. Ist relativ offensichtlich. Hast du nicht? Dann kaufe ich ihn gleich. Perfekt, Digga. Geil. Freue ich mich drüber. Und rechter Flügel gehe ich mit einer nicht so offensichtlichen Karte, aber auch richtig heftig. Kostet auch eine halbe Million. 5-Sterne-Skills, Bro. Schnall dich an. Lauren James, Future Star. Mann. Was macht er da für Moves? Ich bin mit Foden. Ja, ich musste diese Option aufschreiben. Ja. Ich wollte sogar Grealish, aber ich wollte irgendwas anderes aufschreiben. Irgendwas, wo man eigentlich nicht dran denkt. Da habe ich noch Saint-Maximin aufgeschrieben. Boah, wichtig. Das heißt, ich kann Jack Grealish holen. Richtig geil. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Runde. Heisen. 3 ZMs habe ich für dich aufgeschrieben. Ich bin gespannt, ob du auf dieser Schiene geblieben bist oder ob du was ganz anderes gemacht hast. Ich bin auf der Schiene zum Teil geblieben. Ich füge dir mal ein, nachdem ich mit der Schiene, bei der ich geblieben bin. Denn ich habe Calvin Phillips FC Pro Karte am Start. Mal schauen, ob der Mann mich zum Sieg führen wird. Aber der linkt halt perfekt mit Grealish und Haaland. Mal gucken. Vielleicht hast du auch Stones aufgeschrieben, kann gut sein. Mittleres ZM habe ich eine Frau. Es ist Castellanos. Also die linkt halt perfekt mit Lauren James. Oder sehr gut mit Lauren James und mit den City-Spielern, weil sie spielt bei City und spielt in der... Ah, die linken gar nicht zusammen. Ach, Quatsch, habe ich gerade Quatsch erzählt. Aber im linken ZM habe ich auf jeden Fall im Start Enzo Fernandes. Und damit habe ich voll Haaland, Grealish und Phillips und habe die anderen beiden Mädels auf 2. Ja, Schuss in den Ofen, also wirklich. Ich bin auf die Engländer-Schiene gegangen. Ich dachte, du wirst das Ganze irgendwie da mit Bellingham connecten. Der hat ja auch mittlerweile echt einige Special Cards. Ja. Dann Rice. Stones? Nee, Rice. Okay. Und halt Tchouaméni für die Bellingham-Link. Ah, okay. Ich dachte, ich hier auf Bellingham. Okay, ich hab mal bei dir rein. Also ich sag ehrlich, bei mir kannst du höchstens einen haben. Wir fangen an mit meiner Icon, die ich eingebaut habe. Das ist Kaká. Keine Ahnung, habe ich im Verein rumfliegen? Wollte mal benutzen, testen. Rechter ZM. Eventuell hast du gesehen, dass der Hero einen La Liga-Link hat. Und da habe ich mir gedacht, hau ich mal Frankie de Jong Thunderstruck SBC rein. Und linker ZM, das ist halt der, den du haben kannst. Du hast ihn auch eben gerade erwähnt, leider, John Stones. Yes, baby! Johnny Stones! Kennst du das Video? Das ist so geil. Hast du Rodri auch aufgeschrieben? Nein. Nein! Da hätte ich Rodri mitnehmen müssen. Hast du Rodri auch am Start, oder was? Crazy. Ja, ich habe Johnny Stones aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich auch Jude Bellingham aufgeschrieben, wegen dem La Liga Hero. Also das habe ich auf jeden Fall gesehen. Und Harvey Elliott, ich dachte wegen Liverpool, Nunez und so. Könnte sein. Ey, Bronze Keeper, ZM, 1-0 für mich. Ich würde sagen, es läuft. Wir gehen weiter zu den Außenverteidigern. So, Freunde, dritte Runde Außenverteidiger. Ich halte mal rein bei dir. Ich bin relativ zuversichtlich, dass du diese Karte spielst, denn du liebst diese Karte. Komm. Liebe ich diese Karte, ich bin sehr gespannt. Linksverteidiger, boah, ich bin links schon recht auffällig gegangen, leider.
Andrew Robertson Trailblazer, der Link zu Nunez. Na, sehr auffällig, habe ich mir auch eben gerade noch frisch gekauft. Und Rechtsverteidiger auch sehr auffällig, João Cancelo. Das ist so bitter, Bro. Ich habe zweimal 50-50 verkackt und es war wirklich zweimal 50-50. Ich habe überlegt, Trent Alexander-Arnold oder Andrew Robertson, da schreibe ich natürlich Trent auf. Da habe ich überlegt, Alex Valdé oder João Cancelo, ich schreibe natürlich Alex Valdé auf. Let's go. Perfekt, Digga. Richtig. Oh mein Gott, Digga. Ich wollte sogar erst bei D. Ich wollte sogar erst bei D. Naja, ich füge jetzt mal bei mir ein. Jo. Linksverteidiger habe ich am Start Sakina Kajaoui. Also nein, gerade. Nicht dein Ernst. Doch, 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 doch. Und Rechtsverteidiger habe ich von Lauren James, den Bruder, Reece James. Und der kostet 400.000 Coins. 400.000 kostet der. Boah, das ist krank, Bro. Die 400.000 siehst du dann gleich wahrscheinlich wieder auf deinem Tacho. Nein. Hast du ihn aufgeschrieben? Natürlich. Reece James, Theo Hernandez und was noch viel bitterer ist als ein Torwart im Tottenham, ist ein Torwart auf der Außenverteidigerposition. Nein. Vor allem, wenn da mein Nunez langläuft. Let's go. Lass mich doch Bruder und Schwester zusammenspielen. Nein. Was bist du für ein Unmensch? Nein, nein, nein. Die müsste ich heute mal trennen. Heute mal getrennte Wege. So, Finale, ey. Ich habe richtig Angst, Cenk. Ich sag's dir ehrlich. Ich halte mal rein. Du hast es gut gebaut. Du hast zwei Ligen, aber alle sind voll. Also in eine Liga wirst du jetzt gehen. Und ich hoffe, es wird in die Liga gehen. Ich bin in die Bundesliga gegangen. Ich hatte überlegt, Bundesliga oder französische, Mann. Ja, das Ding ist, ich bin aber auch mit sehr unauffälligen Karten gegangen. Ich habe einmal Hummels als Team of the, UCL Team of the Group Stage. Und dann habe ich zwei Goldkarten. Und es tut mir leid an der Stelle, dass ich die zwei Goldkarten habe, weil es gab die, glaube ich, nicht als Special Card. Da habe ich einmal Süle und zum anderen im Tor bin ich wieder in die Premier League gegangen. Ich habe so viele Torhüter ausprobiert. Keiner hat funktioniert, außer natürlich so ein Alisson oder so. Der hatte funktioniert, aber war mir viel zu riskant, den mitzunehmen. Deswegen habe ich Pope mitgenommen. Nein, Digga, ich habe Alisson aufgeschrieben. Nein, ich spiele doch Alisson. Nein, das war mir viel zu riskant. Und jetzt seht ihr auch warum. Pope, wichtig, der hat mir so den Arsch gerettet gerade. Ich habe Kalul und Theo aufgeschrieben. Ich bin also Serie A gegangen. Schade. Ah, ey. Aber trotzdem, Alisson? Ja, Alisson aufgeschrieben. Ach, aber ist das krass. Okay, ich bin dran, Bro. Also, ja. Linker Innenverteidiger habe ich am Start. D. Almeida heißt die Frau. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Ist eine coole Karte eigentlich. Hat auch 81 Pace. Rechter Innenverteidiger habe ich eine Totti-Karte. Ich dachte, jetzt fehlt hier noch eine Totti-Karte. Die werde ich mir gleich auch noch einbauen. Das ist Bright. Die ist richtig heftig. Millie. Spiel doch Renate! Millie gehört zu mir. Und im Tor, damit ich ihn auf jeden Fall spielen darf, ist Pico. Spiel doch Renate, Luca Hernandez und Endler. Wo ist das Problem? Ich sag dir ehrlich, Pico, 79er, Non-Red-Heuter. Aber ich sag dir trotzdem, die halten alle gleich schlecht. Die halten alle gleich schlecht. Kann 90er Tots sein, kann 79er Gold Non-Rare sein. Die halten alle gleich möglich, Heuter. Ich lade dich mal ein. 1-1 ist Ausgang, wir haben richtig freshe Teams und dann möge der schlechtere Spieler heute discarden. Let's go! Okay, Cenk, zeig mal her, was du hast für ein Team, komm! Zeig mal! Picard! 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 Picard, Junge! Haaland Totti, Digga, ist gerade heftig aus, aber Millie Bright ist heute da, die wird den Haaland Totti stoppen, ich schwör's. Hör auf mit diesen Bugs, Junge! Nein, ich wollte die Zeit. Das passiert, wenn man rüberlegen will. Das ist Karma. Oh, wie schlecht von mir. So, Haaland. Nochmal zum zweiten. Jetzt funktioniert der Sweaty aber. Ja, let's go. Problem. Das ist halt richtig kacke an Bronze AV, ne? Also Torhüter. Die laufen nicht mal mit. Die haben gar kein Spielverständnis. Boah. Schade. Wollte einen Sneaky machen. Hat er es nicht gesehen? Habe ich echt nicht gesehen. Oh. Glück gehabt. Glück gehabt. Haaland auf Nunez. Zack. Gott, hat er den krass Digga, gehalten. Das ist so unfair mit dem AV, mit dem Torhüter, Mann. Das war immer das Gleiche. Boah, Haaland. Jetzt muss der MA da. Ja, hab ich doch gesehen. Ich geh hier baden. 3-0-22, Digga, ich kann das nicht mehr. Nee. Ja? Okay. Jetzt. Nee, ich hab nicht. Digga, das gibt's nicht, Mann, hier ist doch noch Pech! Ich hab nicht gestellt, extra nicht. Ich wusste nicht, welche Ecke du machst. Sakina. Nee. Hallo! Nee! Hallo! Hey! Nee. Ihr habt mir doch nicht so einen Schrecken ein! Ohne Sinn! Das gibt's nicht, Digga, das ist so geistkrank.
Macht er gut. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn da machen, Digga? Macht er gut, ehrlich, macht er gut. Schade, ehrlich, sehr stark gemacht. Komm hoch da. Das ist super. Ja. Das ist. Bro, jetzt mal Real Talk. Diese Tore sind so komisch. Du spielst gut, aber ich verliere ein Tackling. Ich verstehe jedes Tackling. Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall schon echt Lucky Tacklings dabei. Nein. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir leben noch. Oh, dein Keeper, ey. Macht der da? Jetzt ist der da. Jackie. Da sind wir doch. Da sind wir doch. Ich muss meine Spieler auch mal als Knecht beleidigen. Dann gehen die ab. Oh, Frankie. Oh, Latte. Oh. Nein. Komm schon. Ja, let's go. Der war wichtig. Ich dachte mal 2-0 wäre das gefährlichste Ergebnis. Gerade hat sich so angefühlt, als wäre 4-0 das gefährlichste Ergebnis. Jedes Tackling, was ich verliere. Und da willst du niemals hinspielen. Ich schwör's dir, ich verwette mein linkes Ei darauf, dass du nicht da hinspielst. Doch, da wollte ich wirklich hinspielen. Ja, bestimmt. Wirklich? Ja, bestimmt. 5-2 Meter, hä? Kommt er? Der kommt. Oh mein Gott. Nee, ich hab's sogar hingegrätscht. Oh, wichtig. Glück gehabt, ey. Boah. Der war ja super durch die Lücke. Der war ja super. Der ich war revidier, ja super. Ich revidiere übrigens, dass jeder Torhüter gleich gut hält. Ich revidiere das. Scheiße. Der ist auf 95 oder 94. Ja, komm. Hoppa. Ja, Haaland gewinnt jeden Kopfball. Das ist echt krass. Echt schon eine Taktik gewonnen. Einfach mal so Viereck auf ihn, dann nochmal ablegen und dann schießen oder so. Genau so ungefähr. Nein! Oh Mann. Haaland? Okay. Der hält den. Der hält den, Digga! Es geht um Discards, Mann! GG. Oh GG. Mein Gott, GGs, Bro. GGs. Wie viele Discards? 3 Stück, Alter. Holy shit. Boah. GGs. GG. So, Freunde, willkommen zum Discard. Ich habe dummerweise gerade schon Erling Haaland in die Transferliste reingetan. Also, wenn du ihn jetzt treffen würdest, Bro, ich zeige euch kurz, dann würde ich ihn gleich nochmal neu holen. Also, hier ist Erling Haaland drin, Transferliste, da ist er. Habe ich gerade reingestellt vor einer Minute. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Aber, sag mir deine Position und vielleicht hole ich dann Erling Haaland nochmal. Mal gucken. 3 Positionen hast du. Bro. 3 Positionen. Ich habe es jetzt lange so gemacht, dass ich immer... Mache ich das so? Ich habe immer so ganz verschiedene Positionen. Einen aus der Verteidigung, einen aus dem Sturm, einen aus dem Angriff. Ich glaube. Komplett braindead gerade. Ich meine, einen aus der Verteidigung, einen aus dem Mittelfeld und einen aus dem Angriff immer genommen. Ich glaube, heute mache ich mal wieder so eine Kette. 3 Discards und ich glaube, da bieten sich die Innenverteidiger und der Torwart ganz gut heißen. Was meinst du? Oh mein Gott, du meintest Kette. Weißt du, wer im Mittelfeld? Ich habe alle teuren fast ins Mittelfeld getan. Grealish, Haaland und Bright. Rechter Flügel bei Lauren James. Du hast getroffen. Sakina. Kostet, glaube ich, 200k. Okay, ja, du auch gut. Du hast getroffen Phillips. Der kostet, warte, ich weiß gar nicht. 73, also 273. Okay. Und im Tor habe ich stehen lassen, das Pico. Also knapp 250.000 ist weg. Aber es ist teuer, aber es ist noch verhältnismäßig. Man hält es aus so. Ich krieg's ja, jetzt auch einfach okay. Hier. Ja, ist okay, ist okay. Ich sag ehrlich. Die wissen, dass ich nicht eine Viertelmillion wiederhole oder die beiden Spieler wiederhole. So, gequickselt sind sie, Freunde. Freunde, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Glück gehabt mit Erling Haaland. Das hätte mich wehgetan. Mittlere ZM, Lauren James, rechter Flügel. Die hier bei den Händen richtig gescheppert. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Das war's mit dem Video. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao, ciao.